muss es ein bisschen entspannter werden. Nicht hoch, noch nicht runter oder auch nicht zur Seite weg. Unten gern ist genauso, gerade Druck. Das wollen wir aber nicht, weil wir wollen ja nur die Struktur jetzt erstmal korrigieren. Wir wollen das Qi stärken in unserem Körper, wollen noch stabiler werden und wollen unser Taishin Qi dann verbessern. Gut. Leg die Hände jetzt mal an und du richtest dich jetzt aus und sagst mir Bescheid, wenn du soweit bist. Dann werde ich langsam den Druck steigern und da kannst du dich auch noch weiter korrigieren. Mhm. Okay, bist du soweit? Ich spüre hin, dann fange ich an langsam den Druck zu steigern und ich lasse auch nicht nach. Weil irgendwann muss er weg, er hält sich sehr gut. Irgendwann ist er dann weg. Und diesen Moment braucht er, um zu wissen, oh, wo hat es da gehakt? Und dann müssen wir nachspüren. Super, klasse. Und wenn du soweit bist, sagst du Bescheid. Nicht gegendrücken. Sich alles, die ganze Struktur so ein bisschen auch zusammenschieben und so ein bisschen. Ich habe immer das Gefühl, die schiebt sich nicht zusammen, sondern die bleibt eigentlich die, wie sie ist. Nur wenn sich zusammenschiebt, dann wäre eine Reaktion vom ganzen Körper. Man lässt einfach die Luft aus, wenn es dann schluckt. Was machst du jetzt? Das mache ich, eigentlich mache ich nichts mehr, weil ich kann nochmal zusätzlich das Becken korrigieren jetzt. Dann sinke ich noch mehr und die Kraft geht noch mehr direkt in den Boden. Ja. Gehe ich aber nicht zusammen. Das ist der Fuß ein bisschen hochgekommen, trotzdem läuft die Energie noch darunter. Naja, gut, dann übe ich es jetzt noch zweimal. Und dann kann ich das. Sehr schön. Du merkst, es ist ganz andere Stabilität. Haben die Füße Kontakt mit dem Boden? Ja, viel besser. Becken geht nicht zusammen, bleibt schon noch aufrecht. Sehr gut. Ah, klasse, jetzt geht die gesamte Kraft rüber in den Fuß. Das kannst du spüren, ne? Ich verlängere das nochmal mit deinem Geist. In die Erde, tief in die Erde.